Das ist er, der Baum des Jahres 2019, die Flatterulme. Und die wird heute geehrt. Einmal im Jahr pflanzen wichtige Menschen aus dem Kreis mit mehr oder weniger großem Tamtam den Baum des Jahres symbolisch. Aber Moment, stopp. Da fehlen doch noch Landrat und Bürgermeister. Sollten die nicht den Baum einpflanzen? Ich hätte natürlich gerne sozusagen mich körperlich eingebracht, aber es ist alles sehr gut vorbereitet gewesen. Es geht ja auch eher um einen symbolischen Akt. Und der findet dann natürlich mit allen wichtigen Personen statt. Denn mindestens so wichtig wie die Teilnehmer ist der Anlass. Der Baum steht für Nachhaltigkeit, steht für Zukunft. Wir haben tolle Streuobstbäume, wir haben aber auch 35% Wald in unserem Industriekreis, was gar nicht so bekannt ist. Das Schönbuch zählt dazu, aber auch im oberen Gäu haben wir tolle Wälder, den Glemswald. Und der Wald hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Deswegen wird das Schönbuch bei Herrenberg heute auch um einen Baum reicher. Eine Flatterulme, wie gesagt. Ganz praktisch, dass ausgerechnet sie der Baum des Jahres ist, denn bisher gibt's davon hier wenige. Bisher werden sie große Schwierigkeiten haben, diese Flatterulme bei uns zu finden. In Deutschland hat sie noch eine relativ große Verbreitung in den ostdeutschen Bundesländern. Aber hier im Schönbuch muss man diese Baumart bisher noch suchen. Und warum heißt sie nun ausgerechnet Flatterulme? Die Flatterulme unterscheidet sich von den anderen beiden Ulmenarten durch den langen Stiel der Früchte und auch der Blüten. Und bei Windbewegung flattern die eben und deswegen dieser Name. Noch hat die neue Ulme weder Blätter noch Blüten oder gar Früchte zum Flattern. Bei der intensiven Pflege, die ihr das Pflanzteam von der Friedrich-Fröbel-Schule heute zukommen lässt, kann es aber eigentlich gar nicht mehr lange dauern, bis sie austreibt.